Hallo, ich wollte heute Alice schminken und ich hoffe, ich kann das ohne weitere Unfälle hinter mich bringen. Vor allen Dingen habe ich jetzt das Fenster aufgemacht, damit ihr mehr sehen könnt, weil es doch recht dunkel ist. So. Obwohl es gar nicht spät ist, nein, nein, nein. Und es ist ganz schön kalt. Also werde ich versuchen, mich zu beeilen. Also. Alice ist 1,50 groß, hat schwarze, kurze, spitze Haare, ist optimistisch, mag Shoppen und Makeover und weiß nichts über ihre Vergangenheit. Und ihn husten gehört. Ich glaube, er hat mich auch gehört. Hält mich jetzt für den totalen Spinner. Okay, also fangen wir einfach mal an. Hauschka, schwarze Seite. Ich finde, dass Alice optimistisch ist, ja. Aber sie, ja, ist irgendwie auch verrucht, so ohne es selber so richtig zu wissen. Ich kann es ganz schwer beschreiben. Also ich schätze Alice so ein, dass sie eindeutig gut ist so, also lieb, nett, was auch immer. Aber ich glaube, sie hat so eine verborgene dunkle Seite. Und die versuche ich hiermit auch irgendwie rauszubringen. Also das Helle, so ein Blau-Violett, das steht halt für das Optimistische in ihr. Und so das Dunkle mit dem Kajal und so, Hauschka's Dawn Colors Collection, Palette Anthrazit. Das Dunkle ist halt dann. Ja, das, was sie vielleicht nicht so ganz weiß, mitkriegt, sich denkt, wahrhaben will. Also ich möchte Alice bitte ein bisschen mysteriöser gestalten, als sie so schon rüberkommt. Okay, dann nehmt ihr euch einen Pinsel, mit dem ihr sowas gut machen könnt. Und zwar trage ich jetzt Pigment feucht auf. Und zwar das von MAC. Cornflower. Und das ist richtig, richtig hübsch, finde ich. Passt auch gut zu Alice, das war jetzt sehr unauffällig. So. Ich hoffe, es klappt jetzt. Oh, Spiegel. Ihr fangt in der Mitte an. Ich habe meine nicht zu wenig genommen. Okay, also ihr fangt in der Mitte an. Ja, geht doch. Und dann zieht ihr das hier so ein bisschen nach vorne. Nur so ein bisschen. Damit das so leicht ver. Also nicht genau, so keine konkrete, genaue Linie ist. So. Seht ihr? Keine konkrete, genaue Linie. Und da hinten wollt ihr das eindeutig. Telefon. Ihr könnt jetzt auch ruhig ein bisschen breiter machen, weil da ja noch Wimperntusche hinkommt. Ja, seht ihr das? Es ist noch nicht ganz so krass wie auf der anderen Seite. Ja, jetzt sauber. Alice. Ja, und dann wollt ihr unten auch noch was hinmachen.
Also, wie ihr sehen könnt, ist das hier so total ungenau. Und was hier in der Ecke abgeht, weiß auch niemand so richtig. Das ist nicht schlimm. Ich finde, es soll ruhig ein bisschen rüberkommen, dass alles leicht verpeilt ist. Also, ich weiß nicht, ich finde, sie ist sich in ihrer Identität nicht so ganz sicher und sucht noch so ein bisschen. Aber so stell ich sie mir vor. Nur weil ich sie mir so vorstelle, heißt das nicht, dass ihr sie auch so seht oder was auch immer. Ja, ein kleines bisschen kann ruhig noch. Wir wollen ja auch, dass die Farbe richtig rauskommt. So. Jetzt nehme ich Mylar für das Augenlid. Aber nicht als Highlight-Farbe. Ich habe nämlich festgestellt, dass Mylar mir zu dunkel ist für mich so, weil das halt genau meine Hautfarbe ist und das reicht mir nicht. Also nehme ich, wie gewohnt, bleibe ich bei meinem Hauschka Stone Colors Collection Farbe Sand. Ich sage immer weiß dazu und es tut mir sehr leid. Da seht ihr den Unterschied. Also es ist echt heftig so. Die Farbe ist eindeutig hell genug und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also bleiben wir dabei. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch Wimperntusche. Aber heute ist nicht ganz mein Tag. So, auf die Lippen wollte ich das unschuldigste Rosa machen, das ich besitze. Der Hauschka Lip Gloss. Eindeutig das schönste und unschuldigste Rosa. Okay, der Mensch ist zwar immer noch da, aber ich beeile mich jetzt einfach. Guckt, staunet. Und jetzt seht ihr auch, dass das Rosa richtig schön unschuldig aussieht. Ja, übrigens trage ich komplett Hauschka Concealer, Make-up 00 kombiniert mit der Quittencreme und noch den Puder obendrauf. Weil ich das vampirähnliche Blasse hervorheben wollte. Da. Ja, ich hoffe, euch gefällt dieser Look. Ich persönlich bin ganz begeistert. Das ist ein tolles Pigment von MAC. Ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, ihr findet, dass es so aussieht wie Alice. Jetzt werde ich langsam gelb. Warum werde ich langsam gelb? Da kommt der Mensch wieder raus. Okay, also Leute. Habe ich euch gerade Leute genannt? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.